mit auf, damit der so dritter passiert. Versuch, die Aufnahme zu starten. Wie, du hast immer noch nicht angefangen, oder was? Jetzt mit Ton. Ey, wie oft soll ich denn noch meine Nachbarn hier belästigen? Was soll der Scheiß? Ganz oft? Ey, die wollen mich gleich in die Klappe stecken und so. Hast du sowas? So, jetzt läuft's jedenfalls. Also ich nehme seit, elf Minuten auf. Ich dachte, du wohnst in der Klapse, Reggie. Ja, mental schon, also. Ja, kein Wunder bei dem Bundesland. Ja. Ja, okay, ja. Immerhin die Sachsen. True. So, ja, wir spielen wieder Among Us. Wir haben im Moment 6 Leute drin. Jetzt klappt's auch. Vorhin hatten wir keinen Ton. Beim ersten Mal hatten wir die falsche. Was war's? Beim ersten Mal falsch eigentlich. Nico spielt wieder Osu. Beim ersten Mal war Ben Adrian. Dann läuft die Aufnahme. Ja, irgendwas war beim ersten Mal falsch. Ich weiß nicht, was es war. Wir starten jedenfalls direkt rein. Es gibt neue Rollen. Ich möchte sagen, dass ich nichts gegen Belgien habe. Du heißt auch nicht mehr Belgien-Hasser. Du heißt jetzt Robchu. Aber ich habe nie so gehießen. Fake News. Fake News. So, ich muss mich muten. So. Ich bin noch nicht gemutet. Jetzt. So, genau. Es gibt nämlich 3 neue Rollen. Das erkläre ich gleich mal vorneweg. Es gibt die Rolle des Noisemakers. Das bedeutet, wenn jemand einen Noisemaker tötet, dann... Wir haben ganz schön wenig Tasks, ne? Wenn jemand einen Noisemaker tötet, dann bedeutet das... dass sozusagen ein Signal an die anderen gesendet wird, wo das passiert ist. Also man kann sozusagen als Imposter, wenn man das Pech hat, eine Noisemaker getötet zu haben, ist es ein bisschen verdächtiger, ne, weil man halt dann nicht so schnell da wegkommt. Beziehungsweise man weiß, wo es passiert ist und dann die Leute sofort hinkommen. Während im Normalfall, wenn jemand stirbt, es ja nicht so ist, dass da jemand Bescheid gesagt bekommt. So, dann gibt es das Phantom. Gut, so viel dazu. Dann gibt es das Phantom. Das Phantom ist einfach ein Imposter, der sich unsichtbar machen kann. Kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt muss ich nur aufpassen. Er hat mich gerade gekillt. Okay, jetzt werde ich erstmal gefunden. Natürlich, ja. So. Also Conan liegt am Eingang vom Admin. Aha. Und ich hatte, also ich war vorher da, dann habe ich ja Conan, dann bin ich hochgelaufen zu Weapons und dem O2 und dann wieder zurück und dann war Conan tot. Also es war schon eine Weile her, denke ich mal. Ja, ich habe ihn auch vor einer Weile erst gesehen. Also ich war mit Robchu und Reggie beim rechten O2, als das gecallt wurde. Und dann bin ich an dir vorbeigelaufen, Nico, und dann war ich am Ende in Mad Bay. Ich habe aber Conan nicht gesehen, also ich habe den die ganze Runde nicht gesehen. Und Benny auch nicht. Ich glaube, ich habe alle mal irgendwann gesehen, aber... Reggie. Fast. Den einzigen, den ich gesehen habe, war es nur du, Reggie. Okay, Benny, ja, wo warst du nochmal? Ich hab dich auch irgendwo gesehen. Ich hab alle irgendwo mal gesehen. Also erst bei Electric gesehen und jetzt am Ende. Stimmt, ganz am Anfang. Ja, stimmt. Genau. Am Anfang habe ich auch alle gesehen. Ja, also ich habe einmal eine große Runde gedreht. Jetzt bin ich wieder bei Reactor ganz links. Benny muss immer noch laufen. Ganz links. Also ich bin Electrical. Ich hab nichts gesehen. Also, ich kann schwer einschätzen, wer das war. Also es könnte gefühlt jeder gewesen sein. Ne? Wahrscheinlich nicht Nico, aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich glaube, Conan war es nicht. Das glaube ich auch. Ja. Sicher? Ja. Keine Ahnung. Ich fortskip. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn jemand in der Nähe von Reggie ist, muss ich protecten. Ach, sagt der Level 2, tut er keine Ahnung. Ja, sorry, ist ein neuer Account. Oh, Wopchu ist sus auf Reggie. Okay. Ja, ich habe eigentlich dieses Spiel noch nie gespielt, müsst ihr wissen. Nicht schlecht. Verstehe. Kein guter, kein schlechter Tipp. So. Wir haben ganz schön wenige Tasks. Ich glaube, damit die müssen wir nochmal ein bisschen höher stellen. Ich hatte jetzt, es gibt nämlich auch das. Ich muss jetzt aufpassen, was hier passiert, ne? Habe ich ihn erwischt? Ich habe ihn nicht protected, ne? Oder? Doch, er hat so ein. Oder? Habe ich ihn protected? Also, es hat ja ausgelöst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Wenn er ihn jetzt killt und ich hab's versaut, dann sorry. Dann ist das nicht so gut gelaufen. Was ich sagen wollte, es gibt ja im Menü neue Einstellungsmöglichkeiten und es gibt jetzt auch so Voreinstellungen. Und wir haben einfach mal... Hier ist nur Veggie, ne? Ja. Und wir haben einfach mal jetzt diese Einstellung gewählt, die man wählt, wenn man mit Rollen spielt, wo praktisch jetzt relativ viele Rollen dadurch eingestellt werden. Jetzt habe ich nur noch dabei Storage, dieses Ding. Jetzt ist die Frage, wen protecte ich als nächstes? Oh, Nico! Herr, aber hat jetzt... Ich sehe nicht... Wie sehe ich denn, ob ich den erwischt habe? Woher weiß ich denn, dass er jetzt protected ist? Ja, sehen. Aber jetzt dürfte die Protection sowieso schon wieder weg sein, ne? Ja. Oh. Ja, du hattest recht. Das war Reggie, hundertprozentig. Ich hab ihn und Robschutz zusammen nach Cafeteria laufen sehen. Und Nico ist nach unten gegangen und ich war nach Electric gegangen. Also nach Nico ist nach Medbay gegangen, ich bin nach Electric gegangen. Ich glaube, es war Benny. Okay. Okay. Na gut. Yeah. Ja, ich hatte halt dieses Unsichtbarkeitsding und ich wusste einfach nicht, wie ich das benutzen sollte. Keine Ahnung. Warum zwischendurch stand bei mir da irgendjemand left the game? Benny ist auch aus dem Discord raus, der scheint Internetprobleme zu haben. Achso. Ja, gut. Ich hab dich gewotet, Reggie. Ich weiß. Ah, deswegen war er tot, oder was? Ja, ja. Ich hab Reggie gewotet, weil ich wusste, dass er es ist. Sag mal, also, ich muss immer wieder fragen, weil wir schon wieder viel zu lange nicht aufgenommen haben. Als Engel sehe ich, dass mein Protection durchgeht? Ja, also wenn jemand versucht, dich zu den zu killen, den du protectest, dann sieht man... Aber wenn derjenige es nicht versucht? Ja, dann siehst du es nicht. Also, also du siehst, wenn er es versucht hat, siehst du, wie so ein Schutzschild zerbricht. Und derjenige nicht versucht hat, den zu killen, dann passiert auch nichts. Also dann siehst du nichts. Okay. Also wenn man nicht selbst durchgegangen, falls du es versucht hast. Wenn man selbst geschützt wird, sieht man das dann auch? Wenn man selbst geschützt wird, kriegt man es nicht mit. Wenn man der Imposter ist und jemanden tötet, der geschützt wurde, sieht man das aber. Ja, habe ich nämlich vorhin gesehen und dann dachte ich, weiß Colin jetzt das? Ja, nein. Okay. Nein, Conan hat davon nichts gesehen. Okay. Ah. Ja, das wusste ich. Dass beim Angriff, dass man dann sozusagen dieses Schild zerbrechen sieht, das wusste ich. Aber ich hatte jetzt als Engel zweimal jemanden protected, zumindest habe ich es gehofft. Und ich habe kein Feedback bekommen. Ich dachte so, hä, habe ich verfehlt? Ich war übrigens gerade der Tracker. Die Klasse ist gut, die gefällt mir. Ja, die ist ganz cool. Ja, das ist die dritte Runde, die dritte Rolle, die ich noch nicht erklärt habe. Gut, dass du es ansprichst. Die anderen zwei habe ich schon mal erklärt. Benny ist tot. Der Tracker kann nämlich auf der Map sehen, wo jemand entlangläuft. Genau. Das ist ja passt, wie der Name sagt, ey, krass. Und man muss aber einmal neben der Person gestanden haben, dann gibt man der quasi die Wanze und dann sieht man das, ich glaube so 15 oder 20 Sekunden sieht man dann deren Position. Ach, nicht die ganze Zeit? Nein, nicht die ganze Zeit. Irgendwann ist die Wanze weg und dann hat man einen Cooldown und dann darf man wieder neu vergeben. Ah, ja, okay, das wäre schon auch zu krass wahrscheinlich. Ja, sollen wir auf Benny warten oder einfach nur eine kurze Runde starten? Wird eine kurze Runde starten. Ja. Alright. Ja. Dann mute ich mich. So, dann läuft die Runde. So, hallo. So. Wir gucken mal, ob Benny wieder auftaucht. Counter soll auf jeden Fall auch noch dazu kommen. Der hat aber gerade noch... Oha. Probleme. Oh, okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's sehr interessant. Ja, genau. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Tracker ist, dann kann der dann kann der
mir eben so ein Ding anhängen und dann sieht der, wo ich langlaufe auf der Map. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe selber noch nicht probiert. Also ich hatte die Situation halt auch noch nicht. So. Ja, ich denke, sobald wir jetzt jemanden finden, töten wir. Wir sind jetzt ja nur noch 5. Also. Ja, ne? Was ja auch bedeutet, dass die Dings relativ schnell durchgehen würden. Oh, Scheiße. Oh? Ja, also ich würde sagen, es ist... Moment, was? Oh, okay, wir haben einen Shapeshift. Ich habe gerade das und ich habe gerade Reggie weglaufen sehen und jetzt sehe ich, dass Reggie tot ist, also war es ein Shapeshifter. Wo denn? Im Reactor. Interessant, okay, ja. Also, okay. Rob2 würde ich sagen, du bist safe, weil du warst rechts. Ich habe Atmen gesehen, dass Reactor 2 waren, während Upper Engine 1 war, dann war noch einer bei Reactor und eine Sekunde danach hast du reported. Ja, also ich bin von Upper Engine runtergekommen und dann. Ja. Oh, das, okay, verstehe. Währenddessen war einer in Electrical. Oh, Benny ist wieder da. Das in Electrical war ich. Ich war mit Reggie zusammen am Cardswipe. Und dann ist Reggie wahrscheinlich nach dahin, wo er gestorben ist, weitergegangen und ich bin nach Electrical abgebogen und ich habe sonst die ganze Runde keinen gesehen. Ich habe auch, wann habe ich irgendwann jemanden gesehen? Ich war bei dem Müll unten. Ja, da war ich auch, aber später anscheinend. Ja. Ja. Aber ich habe nicht viele Leute gesehen. Nice. Ich habe einen Fehler gemacht, shit. Ich kann es nicht lösen, sorry Leute. Ich skip. Also Conan oder Xehan. Okay. Ja. Dann skippen wir. Das war dumm von mir. Wenn selbst Rob2 skippt, dann weiß das wirklich nicht, oh mein Gott. Ja, ich habe einen Fehler begangen. Auf den Fehler bin ich gespannt. Also wenn er nachher sagt, was er für einen Fehler gemacht hat, dann bin ich mal gespannt. Aber vor Rob2 muss man ja Angst haben, ne? Der analysiert enorm gut. Was muss ich denn für Tasks noch machen, Leute? Ah, wir machen den von vorhin hier. Da waren wir hier unten an dem Ding, ne? Ich kann das überhaupt gerade gar nicht mehr, ne? Ich bin so raus aus Among Us spielen. Aber es ist halt auch wieder fast... Wie lange ist es her? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ach, shit. Werde ich mich gleich wieder zurückverwandeln, das ist nicht so gut. Ich hoffe, es sieht jetzt keiner. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Mann, ey, ist das dumm eingestellt gewesen. Okay. Oder ich kann halt nicht finden, dass die gerade Tasks machen. Ja. Ask Conan? Nice. Ja, ja, es war Conan. Ja, ich sag gerade noch so, ich kann halt nicht finden, dass die gerade Tasks machen und da ist schon vorbei. Ich dachte auch im letzten Wort, dass es Conan ist, aber ich bin sicher, aber trotzdem von Rob2 weggelaufen.
Kurz bevor er mich gekillt hat, wusste ich auch, dass es Conan ist, weil er stand wirklich genau auf dem Vent, also wirklich perfekt. Aber ich habe es leider zu spät realisiert. Ich habe gerade die Summon Sestas angefangen und dann, als ich realisiert habe, warte, fuck, Conan ist Imposter. Dass ich auf dem Vent stand, war aber tatsächlich jetzt nicht mal wegen Wenden, sondern weil ich einfach so tun wollte, als ob ich da ein bisschen eine Dings mache. So ein Event sauber. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass jemand in Electrical war. Ich hätte Conan fragen müssen, wo er war. Dann hätte ich das vorher schon wissen können. Ah, das war der Fehler, ja. Das habe ich mir dann auch nachher gedacht. Das war dumm. Aber, und dann habe ich nur noch sehr einfach verfolgt, weil ich das witzig fand. Aber ich hab richtig gemerkt, ich bin so raus aus mich rausreden. Ich habe einfach gedacht, ich halte jetzt wieder meine Klappe. Vielleicht. Das war schon ein bisschen dieses, keine Ahnung. Ja. Okay, genau, Benny hat mitbekommen, dass wir jetzt wieder spielen. Als Benny ist auch wieder drin, ja. Er ist auch wieder dabei. Runde? Ja, Laptop ist abgestürzt. Ja, ja, die Frage ist nur, wollen wir mehr Tasks? Sind die Tasks euch genug oder brauchen wir mehr Tasks? Vielleicht eine mehr oder so? Ja, ein oder zwei mehr, genau. Ich kann auch einfach aufhören, Tasks zu machen, das vielleicht. Geht natürlich auch. Also. Dann sehen die. Ja. Dann sehen jetzt auch mal. Ja, mach mal keine Task-Robschu, dein Team kill ich nicht. Okay, cool. Dann sehen jetzt auch mal die Zuschauer das neue Menü. Wer knabbert am Abend? So. Das wird da geklappert. So. Chips. Alter, geil. Hab ich auch, aber die gibt's ja später. Ich hab hier auch Erdnussflips rumfliegen. So langsam hab ich auch Bock auf meine Pizza, aber die ist noch nicht da. Flips sind widerlich. Gut, starten wir. Gut. Ja, starten wir. So, da läuft die Aufnahme. So, TXT ist wieder offen. Los geht's. Ja, ich schon wieder. So. Ich will gar nicht Imposter gerade sein. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss erstmal wieder lernen, was für Tasks überall sind. So. Na super. Schon wieder Benny. Ich glaube, Benny ist wieder weg. Ja. Wow. Oh. Warte, ich schick Benny schon mal den Link für Among Us. Ich kann das doch alles nicht mehr. Nein! Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Oh, fuck my life, Alter. Nein, nicht Robch. Hey, was ist denn das für ein Dings, dass da jetzt so ein... dass das angezeigt wird, wo jemand stirbt. Ja, das ist ein bisschen... Können wir das abstellen, Conan? Das ist eine Rolle. Ja. Das ist der Noisemaker. Oh mein Gott, wenn der stirbt. Ach so. Ah, lol, also weil Rob schon der Noisemaker war, hat der einen dicken Alert gesendet, weil er gestorben ist. Richtig. Oder was? Ich hab für Conan gewotet. Sehr gut. Der war eben noch mit Robby zusammen. Okay. Also ja, ich hab nichts gesehen, ich stand nur die ganze Zeit AFK rum und hab Benny den Link für Among Us auf den Google Play Store geschickt. Also der Noisemaker macht der automatisch das. Ja. Dieses Signal, wenn er stirbt. Wenn er stirbt, kriegst du sozusagen alle ein Signal, hier, da drüben ist gerade jemand gestorben. Und du weißt aber als Imposter eben nicht, ob du den Noisemaker killst. Ja, gut. Aber sieht der Imposter das Signal dann auch, oder nicht? Okay. Damit der Imposter noch Zeit hat, darauf zu reagieren. Also ich spreche da aus Erfahrung, ich habe es gerade auch gesehen. diese Resignation, nachdem er schon schuldig war. Ja, vor allem, ich dachte so, okay, Xian hat mich definitiv gesehen, weil ich gehe so an ihm vorbei, er noch in der Lobby steht, nachdem ich Robchu gekillt habe. Ja, ich war wirklich... Und der war aber zum Glück da. Und dann habe ich gedacht, schnell shiften, klick auch noch drauf, dass ich als Robchu shifte. Also ja, also, komplett verloren. Das war ja auch sehr schlau, ja. Ich habe gar nicht hingeguckt, sorry. Komplett verloren, die Runde. Und ich sag noch zu Beginn, ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Lust, Imposter nochmal zu sein. Direkt wieder Imposter. So, wie sieht's aus? Kommt Benny das noch war ja wieder? Spannend. Oder? Wie sieht's aus, Benny? Wahrscheinlich gerade. Ja, ah, der ist da. Macht dein PC Probleme oder? Es ist jetzt diesmal bloß Among Us abgestürzt. Ach so. Ah. Okay. Gut, wir probieren es einfach weiter. Alles klar. Ich kann sonst Among Us auf dem Handy empfehlen, falls. Ja, wir haben 3DS raus und man spielt das da. Oh, let's go. True.
Es gibt noch was. So, und das war eine komplett beschissene Runde. Es kann noch besser werden. Schauen wir mal. Ich will nicht Imposter bin. So, da läuft die Aufnahme. Ich will nicht wieder Imposter sein. Ich bin gerade als Imposter bin ich so eine Pflaume, ne? Gott sei Dank. Jetzt ist mir alles egal. Hauptsache nicht Imposter. Tracker. So, das heißt, wir können jetzt mal gucken. Ich kann jemanden tracken. Na, ich kann jetzt zum Beispiel hier wahrscheinlich, wenn die das ganze Ding antracken und wenn er sich jetzt bewegen würde, jawohl, dann sehe ich jetzt auf der Karte hier, na, wo Benny ist. Ah, wo ist denn überhaupt eine erste Mission jetzt für mich? Hier unten, ne? Genau da. Und da unten sieht man jetzt ja, dass das Ganze aufhört. Das heißt, ich sehe jetzt hier, ja. Genau, er ist hier. Aber ich muss da gar nicht hin. Okay. Er ist einfach da rein. Also ich meine, er kann ja auch Mechaniker sein, aber interessant auf jeden Fall. Okay. Alter Rutschu. Ja, gut. Ich wollte gerade zurücklaufen und den reporten. Ich habe auf der Security-Kamera gesehen, dass Benny tot bei Admin lag. Ja, genau. Also ich war gerade aus... Also Conan und Rob... Dann ist er nur Mechaniker gewesen, weil Benny ist gewendet, aber dann ist er nur Mechaniker gewesen. Conan und Rockju waren zusammen in Communications. Und ich war da dann auch gerade und dann bin ich eben Richtung Reaktor und habe gedacht, ich gehe mal hoch und schaue und dann... Da. Okay, Robju. Was hat er jetzt gesehen? Nix, ich weiß nicht, was das ist. Normal. Conan sagt ich nur weiß auch nicht, also. Wer es ist. Keine Ahnung. Na, Conan ist also ich eigentlich safe. Sehe ich auch so. Ja. Okay, weiß noch irgendwer was oder skippen wir? Okay, das ist Antwort genug, ich skippe. Okay. Ja, sorry, hat halt keiner was gesehen. Naja, alles gut. Ich habe eine Minute zu spät auf die Kameras geguckt. Ja, schwierig jetzt zu sagen, ne? Aber es war jetzt nicht lang. Also, der ist da runtergewendet und das war nicht sonderlich lange dann danach. So. Hä? Habe ich das jetzt hier hingesetzt? Wieso habe ich das jetzt hier hingesetzt? Also... Ich dachte, das geht nur an den Menschen. Ich habe jetzt einfach verkackt. Ich wollte es an Reggie setzen. Ha, ich kann es noch. Immerhin eine Sache, die noch funktioniert. Das ist ja komplett lost hier. So, da ist der Müll, den ich vorhin als Ausrede benutzt habe. Da kommen Xehan und Nico. Jetzt kann ich wieder tracken. Aber dann muss man wirklich in der Nähe sein, um das zu tracken, zu Dings oder was? Wahrscheinlich. Habe ich jetzt Nico getrackt? Ja, jetzt habe ich Nico getrackt. Gut, aber der läuft mir hinterher, das ist das Tracken jetzt auch nicht sonderlich Sinn. Hey, jetzt ist es weg! Wieso ist... Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das für einen Hintergrund? Oh, ich habe keine Mission mehr. Okay, cool. Wieso war das Signal jetzt weg von dem Tracker? Ist das, wenn man in der Nähe von Security... Aha. Da hat es einen Noisemaker erwischt. Nico! Reggie, warum bist du von der Leiche weggelaufen? Da hat es einen Noisemaker erwischt. Interessant. Also ich bin gerade von Westen nach Storage gegangen und habe den Noisemaker gehört und bin dann sofort da reingelaufen und Reggie ist an mir vorbeigelaufen und im Storage lag, wen habe ich reportet? Robju, glaube ich.
Achso, dann war es Conan. Nein. Conan, glaub mir, das war Conan. Nein, Conan war es nicht, der war links. Es war Conan, jetzt wurde Conan. Okay. Ja, Reggie, dann hast du jetzt verloren. Oder gewonnen, falls du der Imposter sein solltest. Aber ich war es definitiv nicht. Okay. Ich bin Tracker und ich hatte Nico getrackt. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich auch, warum das Signal plötzlich weg war, weil er tot ist. Deswegen bin ich PC abgestürzt. Das ergibt Sinn. Ja, ich habe mich nämlich, ich wollte gerade noch fragen, kann es sein, dass man das Signal vorher verliert von jemandem, den man trackt? Ja, logisch, wenn er tot ist. Jetzt ergibt das Sinn. Aber dann wüsste ich jetzt nicht, ob es Xian oder Reggie waren, ne? Jetzt, wenn ihr mich eh schon beide gewotet habt, ist die Nummer eh durch. Aber also Reggie sagt, dass du es warst, Conan. Denk mal scharf nach, wen du votest. Ja, die Frage ist ja, wen du gewotet hast. Wenn ihr jetzt beide mich gewotet habt... Ich hab Reggie gewotet. Ja, und wenn er mich gewotet hat, kann ich ja nur in die Richtung voten. Genau. Die Frage ist halt jetzt, ob ich dir damit... Wie ich Conan echt noch... Die Frage ist halt, ob ich dir damit den Gefallen tue. Mann! Ey, ich bin so scheiße und ich schaffe es trotzdem nicht. Für mich Reggie, ich kann dir nicht mehr helfen, als keine Tasks machen, ne? Also... Noisemaker. Für mich war die Nummer halt klar, ich habe Conan gesehen und dann bin ich nach rechts vorgelaufen, habe ich Reggie gesehen. So. Also war schon in der ersten Runde klar, dass Reggie das ist, aber ja, du hast ja Reggie schon gewonnen. Ich hab keine Ahnung, warum der Robby darauf kam. Ich habe einfach die ganze Zeit nichts gesagt, was ich nicht tue, außer ich bin Imposter. Ich habe ja auch gesagt, dass du gewotet bist, Ich wusste auch, aber fühlt sich für euch auch so komisch an, wieder Imposter zu sein und erstmal so komplett... keinen Plan mehr zu haben, wie man sich jetzt am besten rausredet. Ja. So, also nächstes Mal bin ich, wenn ich Imposter bin, hau ich direkt Robby als erstes raus, weil er ist der Einzige, der denken kann scheinbar hier. Es tut mir leid. Ja, deswegen habe ich ihn vorhin auch als erstes getötet, aber das war meine komplett verlorene Runde, also. Sag mal, aber kann es sein, wenn ich Imposter bin, spiele ich genauso schlecht. Der Noisemaker ist irgendwie ein bisschen OP. Ja, den finde ich, also ja. Find ich nicht so geil. Das ich habe das Gefühl, da... Er kommt auch voll oft vor, anscheinend. Ich meine, wie gesagt, wir spielen gerade Rolls Galore. Also das ist die Runde, wo sozusagen jeder Rollen bekommt. Ja, aber ich meine, du weißt ja als Imposter nicht, wer Noisemaker ist. Und wenn du den halt killst, so als erstes oder zweites, dann ist die Chance sehr hoch, dass direkt jemand irgendwie in der Nähe ist. Und dann, ja. Kann weitergehen. Ja. Richtig. Taschenbillard. So, dann läuft die Aufnahme. Oh. Am nächsten Mal, wenn es Reggie ist, vote ich ihn nicht. Okay, gut. Okay. Gut, das ist doch ein Deal. So. Okay. Crewmate und welche Rolle? Engineer. Okay. Nicht die spannendste Rolle, aber ganz nett. Alter, ich bestelle nie wieder bei Smileys Pizza, die haben meine Pizza nicht geschnitten. Immerhin kriegst du deine nach weniger als 3 Stunden. Ich habe jetzt auch noch nie erlebt, dass nicht eine Pizza geschnitten wurde. Also egal bei welchem Lieferdienst ich bisher bestelle. Achso, ich rede gerade gar nicht mit denen. Gut, ich erzähl's euch, war. Bin so doof, ne? Ich erzähl's einfach euch, ich hab's noch nie erlebt, dass meine Pizza nicht geschnitten wurde. Ah, so. Erzähl's ihnen nachher. Eieieiei. So. Alles klar, Mr. Reggie. Nee, nicht Reggie, Xian war's. Und Reggie hat mich nicht retten können, obwohl er Engel ist. Oder er hat mich gerettet und ich weiß es nur nicht. Also, vielleicht hat er mich einmal gerettet und kein zweites Mal. Ich weiß es nicht. Können wir ihn alles dann fragen? Machen wir so die Tasks fertig. Gut. Oh, stark. Uff. Wart ihr jetzt alle links? Ja. Also ich war die letzten 20 Sekunden oder so mit Robju und Benny zusammen. Genau.
Davor war eine Zeit an den Security-Kameras, aber ich habe nichts Interessantes gesehen, leider. Wo ist also die Leiche denn überhaupt? Fernab von den Kameras zu fern sein. Also wo ist die Leiche? Ich habe Reggie gefunden, der liegt in Cafeteria. Cafeteria, okay. Da wäre ich ja gleich vorbeigekommen. Also ich war jetzt die ganze Zeit auf der rechten Seite bei Shields Navigation O2. Da war ich noch gar nicht. Xehanort, wollen wir ein Play machen? Können wir gerne machen. Was wäre denn deine Vorschlag? Meine Daten zeigen eindeutig auf Self-Report. Aha. Shapeshifter, der jetzt Xehan ausgegeben hat, das kann natürlich sein. Kannst du auch noch mehr begründen? Warum? Das weiß ich nicht. Naja, wir beide haben uns ja gesehen, als die Leiche reported wurde. Naja, genau. Davor war ja noch Benny im Medbay. Ja, ich hab mich so scannt. Also wenn ihr alle drei zusammen wart, dann... Kann man die Medbay-Scan-Scheiße irgendwie faken? Ich verstehe, was du meinst. Nee, kann man nicht. Also da Conan die Visual-Tasks anhat und wir beide gesehen haben, dass der Scanner angegangen ist, dann können wir ja Nico nehmen. Ja, also Benny ist helfen. Ja, okay, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ob man das sehen konnte. Dann nehmen wir einfach Nico, ja? Ich bin's aber tatsächlich nicht. Ich weiß. Ich bin mir unsicher, warte. Ja, sorry, ich esse Pizza. Moment. Wir können ja auch erst dich rausvoten, oder? Also. Also, ihr habt hundertprozentig Benny gesehen, wie er scannen. Ja, ja. Also dann zumindest. Muss es dann einer von euch beiden gewesen sein und den Kill, der muss schon eine Weile her sein. Also, als der Kill eine Weile her war, würde ich unterschreiben, aber. Mario, mach deinen Mund leer, sonst vote ich dich raus. Ja, alles gut, Robzo. Ja, okay, dann voten wir Nico. Scheiße. Nice! Also, wie Nico direkt mich gewotet hat, okay. Toll. Na gut. Alles klar, ja gut, dann weiß ich jetzt, wer es ist. Das wird jetzt allerdings schwierig. Oh Gott, Leute. Na, wobei, Reggie kann ja als Engel versuchen, den nächsten Kill zu verhindern und das Ganze rauszuzögern, ne? Die Option besteht ja noch. Ich habe meine Tasks hier gleich weg. Dann habe ich alles getan, was ich tun konnte. Mehr kann ich nicht tun. That's it. That's it. Ab jetzt bin ich völlig... Ja. Ich habe Nico gesehen, wie er oben Robcho gerade gekillt hat beim Reaktor. Okay. Nee, es muss ein Self-Report sein. Weil ich im Reaktor stand, aber bei dem bei dem Schalter und okay. Kein. Also es ist kein Self-Report. Ja, okay. Alles klar. Mein Gott, ey! Das war einfach, den zu belabern, okay. Ey, das regt mich so auf, ey. Wo du Conan getötet hast, ich war Schutzengel und du bist gerade wieder sichtbar geworden und ich wollte ihn genau dann schützen, aber ein Frame vorher oder so hast du ihn schon gekillt. Ah. Ich möchte nur wissen, Xehan, du hast... Das wäre so viel früher schon zu Ende gewesen. Xehan, hast du so eine Sprungfähigkeit gehabt? Ich kann mich unsichtbar machen. Ach, das war das? Ah. Ja. Okay. Das hab ich auch liberal verwendet, weil ich dachte, vielleicht mache ich es den Leuten dann ein bisschen schwieriger. Haben die Geister mich denn gesehen? Ja. Ah, okay, gut. Aber das nicht. Der Vorteil war, du hast mich so sehr verwirrt, dass ich nicht wusste, wann ich den Schutzengel nehmen sollte. Sehr gut, dass ich gar nicht benutzt habe. Das war die Idee. Okay, ich muss mich nächstes Mal nicht so sehr davon irritieren lassen. Ich hab Benny überschätzt, sonst hätte das geklappt, weil ich... Du bist eingestiegen auf den Self-Report, deswegen habe ich dich dann gewotet, aber hat nichts gebracht. Ich bin nicht eingestiegen auf den Self-Report. Klar. Nein, überhaupt nicht. Ich habe Nico gewotet am Ende. Ja, sicher, aber das musstest du ja auch. Naja, okay, wenn du meinst. Was kann er noch da? Also, ich bin auch da, eigentlich ja. Klar, dass es Xehan ist, ne? Aber ja, war es ja auch. Gut, ja.
Aber was lässt du dich denn noch ausprobieren? Aber am ehesten würde ich ja den Pizzalieferdienst rausvoten, der die Pizza nicht schneidet. Oh Gott, die Pizza nicht geschnitten. Oh, mein Leben ist so egal. Ja, also bisher waren alle meine Pizzen haben geschnitten. Haben das überhaupt geliefert? Ich wurde schon mal von einem Burgerladen geblacklistet, weil die weil der Lieferant die falsche Telefonnummer angerufen hat. Meine Klingel zu der Zeit nicht ging, was sie aber wussten. Und dann ist er da zweimal hingefahren und konnte es nicht liefern und dann haben die mich geblacklistet für 3 Monate, um das zu bestellen. Okay. Nee, ich war so angepisst, als ich hier den Pizzakarton geöffnet habe und die Pizza nicht geschnitten war, dass ich erstmal Reggie gekillt habe aus Frust. Dabei hat der auch so ein Pizza-Problem gehabt letztens. Naja. Also das finde ich schon so ziemlich frech, also. Gut, nächste Runde. Nie bin ich im Posten, ey. Wird jetzt mal Zeit. Wo meine Pizza 3 Stunden gedauert hat, da muss ich Lieferando erstmal kontaktieren, da haben die ja storniert. Dann bestelle ich woanders und 10 Minuten später, oh ja, hier ist die Pizza, die du gerade storniert hast. Ich meine, was ist jetzt kostenlos, aber trotzdem. Nie wieder Lieferando. So. Boah. Oh jo. Aber gut, bei 6 Leuten ist man halt irgendwann mal wieder im Posten. Jetzt darf ich mich unsichtbar machen. Jetzt bin ich derjenige, der Xehan vorhin war. Der erste ist direkt gewendet, alles klar. Nun gut. Jetzt würde es mich nur interessieren, kann man dann auch unsichtbar killen oder wie sieht's da aus? Das habe ich noch nicht verstanden, ne? Oh, fuck my life! Boah, Conan, da hast du aber den Banish-Knopf 1 Sekunde zu spät gedrückt. Wenn ich jetzt sage, dass ich Xehan gesehen habe, wie er Robchu killt, glaubt mir das dann jemand? Nein. Wenn ich es überzeugender gemacht hätte, vielleicht schon, aber es ist blöd. Ja, sorry. Weil Conan. Theoretisch hat er jetzt keine Zeugen gehabt. Ja, aber gut, aber ich meine, wir sind noch 5 Leute. Wenn wir uns jetzt gegenseitig beschuldigen, ist die Sache auch relativ klar. Also. Ja. Ach, blöder Kill. Alles gut, passiert. Nächste Runde machst du es besser. Ich finde den neuen Smacker echt kacke, ehrlich gesagt. Ja, gute Runde. Noisemaker ist zu OP, würde ich sagen. Ja, die Rolle ist irgendwie doof. Ich stand tatsächlich sowieso am Eingang von Electrical. Oh, ich gehe nach Electrical, boah, Herr Conan, doch 30 Meter und da ist nur ein Task zwischen. Ja, ja, klar. Und dann stehe ich da, dann bin ich, ah, er killt mich an sich, so wie unten dieser Xehanort vorbeikommt. Aber man muss ja in dem Moment hochkommen, ey. Ja, Timing 100. Nächstes Mal mache ich dich vorher unsichtbar. Wieso werde ich denn immer blau nach den Runden und muss mich dann wieder rot machen? Alkohol. Kann ich. Ich wollte auch so einen Joke machen. Keiner, vielleicht bist du so ein Neugeborenes oder so. Ja, sollen wir mal die Map wechseln? Können wir gerne machen. Das ist ja, glaube ich. Der Raum bleibt bestehen, oder? Könntest du eine neue Aufnahme starten, oder? Nee, ich kann ja mittendrin hier einfach wechseln. Boah, warte. Geil. Die Zukunft ist jetzt, alter Mann. Jetzt zack und schon sind wir in Polos. Das Conan ist schon in echt Probe. Okay, wollen wir denn den neuesten? Achso, ja, egal. Okay. Es ist aber auch laut da immer. Ja. So. Xehan wollte erstmal seine Pizza, glaube ich, weiter essen, aber ich dachte, 40 Minuten können wir noch ein bisschen machen, ne? Engineer can use sevens. Let's go. Ach, so rum ging das. Also, ich entschuldige mich, dass ich wieder erstmal alles neu lernen muss. Hups, da bin ich ein bisschen in die Wand gelaufen. Ah, ne, hier wollte ich rein. Ne, hier. Oh. Wo ist denn das Ding jetzt? Hier irgendwo, ne? Ah, hier. Ach, das ist der Quatsch. Wo ich jetzt doch eine Minute warten muss, ne? Ja, ja. Ah, ich muss hier rein, okay. Hey, ist er raus? Robchu ist einfach wieder rausgelaufen. Okay. Ich habe gerade Benny gefunden, der lag unten bei der Bücherei. Bei der Bücherei?
Ja, oder Admin oder wie der Self-Report. Ja, okay, Self-Report. Ja, das ist ein Self-Report, ja. Also, Reggie war oben, Robju war oben, Nico war oben, ich war oben. Und oben? Ja, wir waren alle. Also, wir waren alle da. Ich habe niemanden gesehen, weil es dunkel war. Ja, außer dich. Ja. Ich war nicht oben. Das ergibt Sinn, ja. Wie, du warst nicht oben? Wart ihr wirklich alle aufeinander? Ja. Reggie, du warst doch gerade im Laboratorium, ja, du hast doch den Scanner hinten gemacht. Ja. Ja, hab ich. Ja, waren alle oben. Ja. Macht keinen Spaß mit euch zu spielen, Leute. Ich glaub, Robju trollt einfach. Ja. Ich brauch gar nicht mehr, ich brauch auch nichts mehr sagen. Ihr habt das alle mal selber rausgefunden. Da habt ihr mal Respekt. Das war jetzt auch mal ausgefallen. Ja, war ja auch echt. Wenn alle vier auf einen Haufen sind, dann wisst ihr was. Cool. Vor allen Dingen, der Kill war völlig woanders, aber weil ich wollte natürlich Verwirrung sehen, aber ja, gut, okay. Wir waren alle auf einem Flag, ich konnte alle ausschließen, leider, sorry. Ja, die. Ja, alles gut, das vorher konnte ich nicht wissen. Also ich war am Anfang auch noch bei euch und hatte dann gesehen, wie ihr alle auf einem Fleck wart, aber ich hatte dann noch extra so 20 Sekunden gewartet oder so. Ich dachte, ihr hättet euch schon zerstreut. Nee, sorry. Na gut. Ja, weil vorhin gesagt wurde, ein neuer Part, wir sind halt bei 40 Minuten, so ein bisschen würde ich sagen, geht noch. Ja, die Runden sind ja kurz. Guckt doch eh keiner an, außer uns. Als ob ich seine Videos gucken würde. Nee, der Part geht zu lang, bis kommt. Niemand hat die Absicht, Videos zu gucken. Ohne eingefügte Musik, HD. Mit eingefügter Musik. Okay. Könnte in der Map sogar ganz interessant werden. Zeit. Könnte in der Map sogar ganz interessant werden. So, Schlüssel machen wir heute mal nicht. Also nächstes Mal banishen und dann killen? Das ist schlauer? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, banishen und dann killen ist schlauer. So, Baumtask haben wir gemacht. Wie war das mit den Flaschen, oder? Da hat man diese Flaschen reingedrückt. Ja, die haben wir jetzt auch gemacht, die Task. Easy. So, dann haben wir ein paar Tasks gemacht. Und hier muss man, glaube ich, dann die Flasche wieder zurückfüllen. Naja, ja. Irgendwie so. Irgendwie so war die Geschichte. Hier geht's nicht weiter. Pass auf, ich geh zu Reggie. Wenn er noch da unten irgendwo ist. Ich komm nicht ran! Hey, ich kann nicht killen, wenn ich Dings bin! Ist das dumm? Ich dachte, ich kann killen, wenn ich Dings bin. Alter, was ist denn das für heute für ein Quatsch? Ich konnte das nicht ganz genau erkennen. Ich glaube, es war Conan, aber ich konnte es nicht mehr ganz genau sehen. Hä? Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, wie jemand sichtbar geworden ist und einen Kill gemacht hat. Ich glaube, es war eine schwarze Person, aber ich konnte es nicht. Also ich bin mir zu, ich sag mal, 40% sicher. Ich glaube, es war. Das klingt rassistisch, ich weiß, was du sagst. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen. Wo bist du? Es war gerade so, vor Weapons, also unten. Also ich habe gesehen, wie Reggie an mir vorbeigelaufen ist und bin nach links weitergegangen und dann habe ich halt gesehen, wie aus dem Augenblick jemand sichtbar geworden ist. Und dann bin ich schnell wieder zurückgelaufen, aber konnte ihn nicht schnell genug sehen, leider. Mhm. Also im Süden der Map. Ihr wisst alle, wo Weapons ist, ne? Ich sehe es gerade auf der Karte. Jo. Mhm, ja. Da kam mir auch gerade jemand entgegen aus der Richtung, aber ich konnte nicht mehr sehen, welche Farbe der hatte, weil direkt danach die Benachrichtigung kam. Konnte ich nicht so schnell realisieren, welche Farbe das war. Ich weiß nur, dass ich es nicht bin. Da schließe ich mich an. Du weißt, ich bin's nicht, dann musstest du ja sein, ich oder? Nein, ich schließe mich an, dass ich. Alles klar, Conan voten, so. Ja, gut. Bin ich dabei. Ihr könnt ja auch einfach skippen, ja, also. Ich habe leider auch Conan gewotet, weil, wie gesagt, ich glaube eigentlich, ich habe schwarz gesehen. Aber bitte? Was? Dein Mund ist so voll. Ich glaube, ich habe schwarz gesehen.
Ich glaube, okay, wenn ich es nicht war, könnt ihr erklären nachher, wo dann war es ein Selfie. Du bist ein richtiger Schwarz. Das sagen die Polizisten auch immer her. Ich wusste leider nicht mehr, wo der Reports-Knopf nochmal war. Wollte eigentlich dahin laufen und habe mich dann verlaufen. Man kann nicht töten, wenn man unsichtbar ist. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, zum Glück. Das wäre doch scheiße sonst. Ich dachte so, okay, also ich mache mich diesmal vorher unsichtbar, damit ich auf jeden Fall wegkomme. Dann mache ich mich unsichtbar neben Reggie. Kann ich ihn nicht mehr töten. Eigentlich wollte ich Conan tracken, aber genau dann, als ich ihn tracken wollte, ist er unsichtbar geworden. Da wollte ich den Knopf laufen. Ja, wie viel Cooldown hat man eigentlich? Da wusste ich mal, wo der Knopf war. Ich habe den Cooldown nicht abgewartet. Ich konnte mich dann sozusagen wieder appearen lassen und habe dann halt gekillt, aber dann bist natürlich gerade in dem Moment du wieder da vorbeigelaufen. Ja, also wäre ich noch 5 Pixel weiter links gewesen, hätte ich, glaube ich, dich nicht mehr die Sichtbarmachung von dir gesehen tatsächlich. Das war sehr, sehr knapp. Ah, das war wieder alles. Er hat zugestimmt, das war sein Todesurteil. Alles wieder Quatsch hier. Hättest du mal lieber nichts gesagt. Ja, für mich war es zu offensichtlich, dass ich eindeutig Pixel war, aber ja. So, er sind auch hier ganz loste Runden. Er ist online. Oh! Ganz loste Runden hier gerade. Noisemaker! Ich weiß gar nicht, warum die den so OP finden. Ich meine, mehr als dass die anderen informiert werden, dass jemand getötet wurde und wo das Ganze passiert ist, das ja auch nicht. Ich denke, bei einer kleinen Map ja, aber ich denke, bei so einer großen ist schon okay. Eine ganz nette Runde, eine ganz nette Rolle. So. Hä? Ach, das geht wieder zurück? Oh. Alles klar. Der arme Nico. Der liegt oben bei der, im Labor. Aha. Und von wo kamst du? Ich war beim Scanner. Beim Scannen und bin zurückgegangen und dann liegt er bei der Rakete. Ich möchte ganz kurz wissen, wo war Conan am Ende? Ich bin zwischen Storage und Dings hin und her gependelt, weil ich dieses Benzinumfüllteil habe. Okay. Kann ich bestätigen, ich war mit Conan zusammen da. Okay. Aber nur am Ende, also ich bin die letzten 5 Sekunden vorgekommen. Ja, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, also viel gesehen habe ich dich jetzt nicht. Ja. Wissen wir, wie lange der Kill her ist? Also ich glaube nicht, dass es Robio ist, weil Robio war ganz am Ende unten links, weil ich war im Boiler Room und ich habe gesehen, wer gerade reinkam. Ich habe keine Ahnung, ich war die ganze Zeit im Westen der Map und bei den Security-Kameras. Keine Ahnung, mein Mund ist voll mit Pizza, ich verstehe kein Wort. Ich war bei den Security-Kameras und im Westen der Map. Was ist eigentlich drauf auf der Pizza? Belag. Okay, da wollte ich nicht raus. Rosenkohl und Sauce sollen sie es. Gut, also Robby würde ich ausschließen. Sorry, A-Wort. Robby würde ich erstmal zur Seite schieben. Nicht mehr ausschließen. Er hat das A-Wort gesagt, jetzt muss er nicht voten. Was machen? Wollen wir skippen oder wie sieht's aus? Ich habe für mich gewotet, einfach aus Schuldbewusstsein. Ja, dann skipp ich mal. Komm hier. Ah. Sehr schön. Okay, er fängt direkt an auszuschließen, ich glaub's nicht. Ja. Du bist kein echter Daily Gameplayer. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich werde mich bessern. Das sage ich auch jeden Tag. Okay. Ich habe immer noch darum den Benzinkratsch, ne? Ja. Hurra! Was war eigentlich meine Rolle? Ich habe schon wieder meine Rolle vergessen. Gar keine Rolle, oder? Habe ich eine Rolle? Ach, Noisemaker, stimmt. Noisemaker bin ich. So. Hä? Ah, jetzt passt es. Okay, jetzt ist es voll. Gut. Also Labor. Zweite Tür hoch. Halt. War da was? Nee.
Ah, das ist das, wo man die Gefrierdings einstellt, also die Temperatur einstellen muss. Xean. Xean, ich bin da schon. Xean ist wieder rüber. Alle noch am Leben. Bis auf, wer fehlt denn da? Robchu fehlt, na? Pass auf, wir machen mal kurz einen Kontrollblick, ob Robchu noch lebt. Jo. Das ist gut. Gehe ich mal davon aus, wenn er es nicht ist. Sonst ist es nicht so gut. Och. Aber das ist meine letzte Task, dann habe ich alles. Fertig. Fixen wir noch die Lights. Oh, geht gar nicht. Da kam mir gerade Lila entgegen, ne? Xean ist da drin. Annie ist da drin. Ich geh jetzt mit denen mit. Ich hab ja alles fertig. Okay. Ja. 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 Der Noisemaker-Effekt. Ich habe irgendwen sich vanishen sehen. Aber ich habe diesmal habe ich wirklich nicht gesehen, welche Farbe das war. Wo wart ihr denn beide? Ja, wir haben zusammen Lights gefixt und... Ja, genau, wir beide... Nee, doch, wir beide waren das, ne, Benny? Ja, genau. Genau, dann bin ich raus aus der Tour gegangen. Hat jemanden vanished? Dann habe ich den Schrei gehört und bin zurückgegangen. Ja, ich war ja auch eben in der Nähe von O'Toole und ich habe irgendwo wen sich vanishen sehen, aber... Ach scheiße, jetzt haben wir schon gesagt, wo wir sind. Robjo, hi. Hallo. Wir haben ja Robjo auch vor. Ich bin im Specimen Room. Ich habe Tasks gemacht. Ich bin euch begegnet beim Seismo-Dingens da, wo ihr alle zu viert wart. Das stimmt. Und dann bin ich meine Tasks weitermachen gegangen. Ich kann zum Rest nicht viel sagen. Wo ist die Leiche? IO2. IO2. Mhm. Also, da muss hier irgendwo in der Nähe sein. Benny. Ja. Wollen wir Robchu voten? Nee. Bin's nicht. Aber Benny, du warst doch mit Xean da. Und dann. Ich dachte jetzt eigentlich durch den Noisemaker also, ist es. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie nicht, dass du es bist. Aber scheinbar nicht. Und ich bin's auch nicht. Schwierig. Aber war Robchu nicht schon seit dem ersten Kill safe? Mhm. Ich bin immer safe. Ja, da habe ich, wo ich Reggie getroffen habe, im Boiler Room, ist korrekt. Und Reggie ist tot. War nicht der erste Kill auch bei euch beiden in der Nähe? Ich wollte jetzt Robchu. Lass mal Xehanort wählen. Ja. Gut. Ach Mann. Danke. Ihr Spielverderber. Ey, die neuen Rollen nerven mich langsam echt, weil ich wollte diese eine Taste machen und dann wollte ich zum Reaper-Knopf gehen, weil ich mir zu 90% schon sicher war, dass es Xean ist. Und dann kommt er einfach aus dem Nichts und killt mich. Ich dachte eigentlich, durch den Noisemaker wäre es jetzt eindeutig gewesen, weil ihr wart beide bei mir. Ja. Dann tötest du mich und direkt das Signal. Das war so ein halber Panic-Kill, weil ich habe die Taskleiste gesehen und dachte mir, oh fuck. Ja. Ich hatte tatsächlich noch sehr, sehr viele Tasks übrig. Ja, weil ich hab eigentlich nur Leute beobachtet und ich konnte sehen, also Robjo wusste ich, dass er safe ist, Conan hat sich absolut nichts das verhalten, Benny konnte ich zu 99% ausschließen, weil ich habe ihn getrackt und er war einfach die ganze Zeit irgendwie in einem Raum und hat einfach nichts getan. Ja, ich hab dich eigentlich nur gekillt, weil du so komisch nah am Report-Button standest, da habe ich Angst bekommen. Ja, das hast du richtig gemacht.
Ich fand, also ich habe persönlich sehr lang gewartet, hier dieses Seismic-Ding wegzumachen. Also, man musste den Post auch ein bisschen Zeit geben, ja? Aber wegen dir hat zu lange gedauert. Schon, das hat so lange gedauert, dass ich schon rübergelaufen bin. Ja, ja, I know. Und ich meine, ich bin der Imposter, also. Ja, bei beiden Morden warst du auch in der Nähe, das ist natürlich schlecht für dich. Wenn nicht beide Male jemand gesehen hat, ne? Dann... Ja, mein Gott. Ja. Oh, ja, wir können ja mal, also was ich jetzt mal umstellen würde, was auch wobei es macht, können wir in der nächsten Aufnahme machen. Aber was ich umstellen würde, wäre auf jeden Fall, dass es nicht nur 100% Rollenverteilung ist. Ja. Ja. Das ist ja durch dieses, ne, man will ja mit Rollen spielen, also dieses ja, jetzt mach. Roles Galore, aber dass wir mal wieder auch ein paar normale auch noch haben, wäre vielleicht ganz gut. Ich wäre auch dafür, den Noisemaker drastisch einzuschränken, der darf nicht so oft kommen. Ja. Jo. Ja. Das heißt so auf die 10%, oder? Ja. Als ich den eben gehört hatte in meinem Game, bin ich auch einfach weitergelaufen zu meinen Tasks. Ja, ich mach mal, glaube ich, alle Rollen mal 20%. Nee, Noisemaker weniger. Höchstens 10, eher 5. Ja, Sam, sehe ich auch vor. 5 geht nicht. Ja, das ist auch Scientist. Oh. Scientist ist okay. Scientist ist die beste Klasse. Ja. Scientist ist aber cool, ich werde immer gekillt, bevor ich das benutzen kann. Scientologe ist noch besser. Ey. Komm doch endlich aus dem Schrank. So. Unsere Rollen sind noch ein bisschen sehr hoch. Findest dafür, dass wir nur eine Post haben? Ja, eben dafür, dass es nur eine ist. Da habe ich gedacht, der kann vielleicht schon eine Rolle verdienen. 30 ist okay. Okay. Hey, seht ihr das sofort, sobald ich da was einstelle? Ja, natürlich. Ja. Wir haben unsere Spione überall. Was? Was stelle ich jetzt gerade ein? Wer von uns sagt euch, dass Conan aus Versehen seinen Stream gestartet hat und nicht seine Aufnahme? Alle. Blendet das irgendwo ein, sobald ich was ändere? Ja. Thema Counterfight, hat sich da irgendwas getan? Interessant. Ja, ich würde jetzt erstmal die Aufnahme beenden und wir gucken mal, ob wir Counter für die nächste Aufnahme herbekommen. Ja, dann beenden wir die Aufnahme. Tschüss, mach die Aufnahme aus. Ja, lass mich kurz mal ausreden. Kann bei Noisemaker einstellen, dass es auch kürzer der Alarm ist. Alle Duration, ja, ganz spannend. Mal machen. Tschüss. Meine Dusche tötet. So, also.